verschlossen. All diese verschlossenen Türen in diesem Spiel machen mich noch ganz kirre. Aber der hat recht mit versucht Geschoss. Hoffentlich erledigt das Großteil der Statuen. Ich glaube, die dunkle Energie ist da besser geeignet, hä? So, der hier starb wahrscheinlich einfach an Vergiftung. Geschlossen. Aber ich werde auch von hinten, hinter der Tür mit Gift bespuckt, also, ja. Freude herrscht. Schauen wir einfach mal, was das Level sonst noch zu bieten hat. Weil, wie gesagt, da war einmal ein Leuchtfeuer, an das ich nicht herangekommen bin. Und mir stellt sich jetzt halt einfach die Frage, wie kommt man daran? Und ja, das Gebiet hier hat sehr viele, ich nenne es mal Abzweigungen, wie es aussieht. Viele Sachen, die man kaum sehen kann. Vielleicht wirklich etwas, wo man fast eine Fackel für bräuchte. Wo haben wir denn den Hund? Hier. Nö, keine Lust. Muss auch immer schauen, wo es Löcher gibt, die in Runden man runtergehen könnte. Könnte ja auch hilfreich sein. Keine Lust. Die kommen dann nur nach und nerven, wenn man die leben lässt. Am besten gleich ausschalten. Einer tot, da waren noch mehr, oder? Ja, anscheinend nicht, aber hat ein Item. Hier hinten? Ah. Blöde. Tja, wenn das mal nicht eine Falle ist, hä? Wenn ich einen erwischt, erwischen dich. Wow, wenn wir gerade schon von Fallen sprechen. Ist dem das hier passiert? Eindeutig ja. Dann war der andere Speicherpunkt. Die, Eingeborenen hier sind nicht gerade sehr liebenswürdig. Nein, 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 nein. Wow, ich konnte alles abblocken. Das ist doch mal nicht schlecht. Schauen wir mal, was da die finsteren... Nee, da ist nichts hinter mir. Ja, die sind sehr effektiv gegen den Hund. Zuerst mal. Nein, kein. Ich gehe nicht mit dir Gassi. Du bist groß genug, du kannst mit dir selbst Gassi gehen. Anscheinend bist du auch groß genug, um dir selbst Futter zu besorgen. Also warum soll ich mich um dich kümmern? Hier waren wir schon. Würde mich überraschen, wenn die Statue was anderes gekonnt hätte als das Snipern. Wow, seht ihr? Das meine ich. Die Snipern nur diese Statuen. Oh, hier wird's lustig. Welche Statue hat mich hier erwischt? Och nee.
drüben, ha? Warum treffen die noch? Ist das... Ja, das müsste von dort sein, wo ich vorhin war. Nö, keine Lust getroffen zu werden. Ich will hier nicht zu viel auf ihn einschlagen. Das führt im besten Fall nur zu meiner eigenen Vernichtung. Dort hinten ist immer noch das Leuchtfeld. Sehr Feind. Ach, der Hund da vorne ist das gemeint. Und der Renner, der eine ziemlich üble Falle ist, um wirklich ehrlich zu sein. Zum Glück kann der nicht irgendwie rennen oder sowas, sonst wäre der schon bei mir gewesen. Vorsicht vor Falle. Ja, man würde jetzt zwar sagen Vorsicht vor Falle, aber es ist ein Gebiet, bei dem, in dem ich noch nicht war. Dementsprechend beglückwünsche ich es, dass ich doch noch einen weiteren Weg gefunden habe. Die Frage eröffnet sich mir jetzt aber, wo bin ich? Meint wohl, ich soll dort drüber springen. Wow. Ich bin der Meinung, dass ich gern dort drüber springe, sobald ich mal... Ja. Habe ich mir gedacht. Wie kriege ich die Dinger jetzt los? Vielleicht... Nö, scheint nicht zu wirken, ne? Oh, dieser Sprung, du. Die Statuen scheinen wenigstens nicht mehr zu spucken. Ach Gott, wie soll ich das schaffen? Da darf ich nicht zu quer kommen, weil... tot, hä? Autsch. Aber geschafft. Und dort vorne scheint das Leuchtfeuer zu sein, dass ich schon so lange gesucht habe. Ach. So schmeckt also Erfolg. Die Falle war ist zum Segen geworden. Unterhalb, kurz gesagt, Vision von Versteck. Unterhalb? Angreifen. Ach so, die Wand wäre einschlagbar gewesen, hm? Wäre gut gewesen, das zu wissen, aber... Naja, ich habe mein Ziel erreicht. Ein paar Fragen gibt es jetzt aber noch, die mich interessieren. Zum Beispiel, ob die Ameisenkönigin respawnt, weil dann wäre sie einfach nur ein Gegner gewesen. Oder ob sie tot bleibt, was heißt, sie hätte irgendeine, vielleicht noch irgendeine andere Rolle zu tun gehabt. Im Spiel. Ich hoffe, der Hund... Nee, der Hund hat mich nicht bemerkt, das ist gut. Nee, die bleibt tot. Und mit ihr die Pilze. Okay. Naja, wir wissen ja alle, dass in Dark Souls kann man, also ich weiß nicht, ob es ihr alle wisst, aber ich weiß es. In Dark Souls kann man eigentlich alles und jeden umbringen und das Spiel kann trotzdem noch fertig gespielt werden. Die Frage ist nur, ob man sich's einfacher oder schwerer macht. Weil, naja, nicht alles, was lebt, möchte einen umbringen. Ein paar Dinge helfen sogar. Naja,
Wie heißt denn der Ort, mit dem ich jetzt hier freigeschaltet habe? Mittleres Loch. Das ist das... Nee, also unteres Loch wäre auch noch eine Option von Ortschaft, die es geben könnte. Ist das dort hinten ein Leuchtfeuer? Muss nicht sein, aber könnte. So würde ich jetzt es mal beschreiben. Nope. Und hier komme ich ja dann nur zum unten, so zum, ja, zum unteren Loch, wenn man so möchte. Ja, nichts weiter. Ein paar Kisten und Truhen. Nichts, was der Rede wert wäre, aber wir sind ja so fair und erkunden alles. Deshalb war halt ein Gebiet, das ich lieber fertig gehabt haben wollte, als ich noch lang hier in diesen Gestellen rumzubewegen. Reicht es mir, wenn ich hier runterfalle? Ich glaube, das tötet mich. Nicht ganz. Böser Mann. Jetzt bitte noch mal einen trinken. Schon viel besser. Gott. Die machen viel zu viel Schaden, diese verfluchten Waffen, die sie da haben. Ich treffe die doch. Was treffen die mich? Na, immerhin bin ich derjenige, der überlebt, aber trotzdem. Gut, das waren die Säurefässer. Oder Vasen. Hochklettern, 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 hochklettern. So. Eine einzige Kletterpartie. Nicht hier, dann die andere Leiter. Gehen wir nochmal die hier hoch. Irgendwie interessiert mich der Krug dort hinten, aber ich habe keine Ahnung, wie ich rankommen soll. Ich sehe gar keine Leiter, obwohl das mit dem Sehen kann auch meine Schuld sein, weil ich keine Fackel habe. Hier wartet nur ein Hund auf mich. Sollte nur ein Hund auf mich warten. Ah, dort ist er. Und hier hinten gab es gar nichts. Nö. Nur eine Sackgasse und tot. Cool, irgendwas ist gestorben, ohne dass ich es bemerkt habe. Ich glaube, ich gehe einfach wieder mal woanders hin. Dort hinten würde es mich noch interessieren, was dort ist, aber... wie komme ich dorthin? Wo war ich dort schon? Ich müsste eigentlich auch schon dort gewesen sein. Gut, dann im Flammenturm hatte ich auch nicht wirklich viel Zeit, mich umzusehen. Schauen wir dort nochmal. Heides Flammenturm. Wo wir immer noch nicht den Turm hochgegangen sind. Jetzt ist die Frage, sind wir... Ja, dort ist der Ort, wo wir herkamen. Und das hier war, glaube ich, nach dem Kampf gegen den
Drachenritter. Ich mich nicht irre, wo ich hier hochkomme. Jetzt bin ich ganz schön schauen. Hier die Kathedrale und der Feuerturm selbst müsste wo sein. Ist da hier überhaupt noch ein Flammenturm? Hinter dem Gemäuer hier. Eines geht zurück zum Kampf gegen den Drachenritter, also wo wir gegen den Drachenritter gekämpft haben. Und eines sollte weiterführen. Ich glaube, das ist der Weg, der weiterführt. Der hat uns ja in die Niemandsbucht gebracht. Und jetzt schauen wir hier weiter. Wir sind ja jetzt bereits so stark, dass wir nicht mehr von den Typen hier davonrennen müssen. Dementsprechend, ja. Wobei mit halbem Leben. Komm, gib mal wieder Leben her. Ja, ich möchte jetzt die 14 Krusche des alten Retters, nicht schlecht. Ich möchte jetzt hier die Seelen auch nicht unbedingt verlieren. Dementsprechend sollte ich mich noch schnell upgraden lassen. Der Wille bräuchte noch 2 Level-Ups für den finsteren Hagel. Weil ich nicht glaube, dass der finstere Hagel wirklich so gut ist. Ich bin bisher noch nicht überzeugt von den Multi-Angriffszaubern. Die müssen mir da schon ein bisschen mehr beweisen, bevor ich die richtig ernst nehme. So. Da ich sowieso fast keine Leben mehr habe, möchte ich die auch möglichst hochhalten. Ist irgendwie auch verständlich. Deshalb, ja, ich würde wohl eher einen Trank zu viel einnehmen als zu wenig. Ich habe ja zum Glück jetzt auch schon mehr. Wie steht's bei euch eigentlich zu dunkler Magie? Die könnt ihr nicht so ab. Dann muss ich euch leider sagen, dass ich ein Hexer bin. So, und das hier führt hinunter in die Niemandsbucht. Ich habe jetzt gerade nichts gesehen, was mich weder nach links oder rechts bringen würde. Dementsprechend bin ich noch nicht überzeugt. Also links oder rechts. Ja, was mich einfach an einen anderen Ort als die Niemandsbucht bringen würde. Schalter. Genau, das haben wir auch schon gesehen. Das befindet sich nun unter den Dingen. Ein tiefes Loch des Todes. Okay. Gut gemacht. Pferd aber Loch. Vorsicht, Lügnerüberwältigung. Pferd aber Loch. Ich muss ja zugeben, ich habe so einen Ort schon mal gesehen. Das war im allerersten Trailer zum Spiel, wo auch über so einen Gang hinweg eine brennende Kutsche irgendwie durchgefahren ist. Also ich kann nicht unbedingt behaupten, dass ich bei der Beschreibung eines Pferdes absolut voll vertrauensselig bin dem Spiel gegenüber. War ich hier schon mal? Warte, nee, das ist der Weg in die Niemandsbucht, oder? Ja. Ja, ja, dann gehen wir schnell noch uns upgraden. Was hast du eigentlich zu sagen? Wieder mal. Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle.
My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. Zum Glück hat sie mein Gesicht noch nicht gesehen. The undead loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Bist du, Ja, siehst ein bisschen untot aus, wenn du mich fragst. Aber hey, sie hat die Maske abgenommen. Erfolg! I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Ach, du hast mein Gesicht noch nicht gesehen. I'm sorry. I suppose. Immerhin haben wir jetzt ihre Geschichte gehört. Ich reise mal. Ich meine, wenn hier irgendjemand unmenschlich ist, dann bin es wohl oder übel ich. Neue Bossseelen haben wir auch nicht für so Sachen eintauschen. So, jetzt der Villa auf 14 wäre das Ziel. Das kriege ich aber noch nicht ganz hin. Dementsprechend lassen wir das mal so. So. Reisen, dann gehen wir wieder in die Niemandswerft hier. Vielleicht hat sie zum einen jetzt was Neues zu sagen, zum anderen, wie soll ich sagen? Gehen. Ah, weg war sie. Wollte wohl einfach noch ein bisschen mit uns quatschen. Vision von Wunder. Frau Voraus, deshalb Hurra für übermäßiges Vertrauen. Ja, ist bisher so ziemlich die einzige Person, der ich jetzt mein vollstes Vertrauen geben würde. Bisher. Erinnert mich so ein bisschen an den Ritter, der ganz am Anfang von Dark Souls einem die Estus-Flaschen überreicht hat. Man hat ja immer die Wahl in solchen Zeiten, ob man zusammenstehen möchte und die Herausforderungen gemeinsam angehen möchte oder allein bleiben möchte. Allein ist sicher der größere Kampf. Aber alleine wird man nicht verraten. Kann ich hier durch die Tür rein? Natürlich nicht. Die Tür ist nicht mal mehr richtig drin. Nicht so, dass mein Charakter wahrscheinlich nicht irgendwie eine Tür aus dem Weg räumen könnte, nur weil sie... so ein bisschen zu ist. Das ist etwas anderes, das mich stört. Warum hat noch niemand die Türen hier aufgemacht? Ich meine, das ist alles schon lange zerfallen. Es gibt sicher irgendwelche Grabräuber. Leute, die Seelen benötigen, solche Sachen. Irgendjemand muss doch hier mal Türen auftun. Habe ich eigentlich noch Duftzweige? Ich glaube, ich habe noch. Was ist das? Ein Zeichen, dass du ein bisschen... Okay. Fällt die Welt deines Schuldigen? Einfallspinsel und Skeptiker. Wie kann ich den...
Den muss ich wahrscheinlich nach und nach aktivieren, wenn ich einen Zauber einsetzen möchte. Rüstung voraus. Habe ich hier die Ritterrüstung gefunden? Das ist möglich. Aber sonst scheint es hier auch nichts zu geben. Tricky. Leuchtfeuer voraus. Leuchtfeuer voraus. Die Steine leuchten blau. Freund voraus. Ja, mit dir habe ich gequatscht. Skelett, aber Loch. Wo hat's ein Loch? Hurra für Hinterteil. Ist jetzt eigentlich das Schiff nicht mehr hier? Doch, das Schiff ist wieder hier. Keine Lust. Wo kommst du her? Hier hinten gibt's gar nichts, wo du herkommen könntest. Aber die Niemandswerft hatten wir ja schon. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich so gut wie alles gesehen habe. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Was kann ich denn? Finstere Kugel. Finsterer Hagel, den könnte ich schon machen. Finsterer Nebel, was ist das? Flüstern der Verzweiflung. Verzerrte Barrikade und Lebensreste. Ja, den Hart konnte ich den vorhin schon einsetzen. Ja, dann war jetzt ein Punkt verschwendet. Naja, es gibt schlimmere Sachen, an die ich es hätte verschwenden können. Fand ich ihn wohl doch nicht so gut, wenn ich ihn nicht drin gelassen habe. Ich erinnere mich gerade nicht mehr dran. Manjola und sich rein. Dazwischen. Das dazwischen lässt mich auch noch nicht ganz in Ruhe. Als ob es hier noch etwas zu tun gibt. Der Sarg stört mich noch. Ich habe keine Ahnung, was der Sarg macht. Eigentlich habe ich, glaube ich, mal gesagt, ich möchte das noch nachschauen, aber ich glaube, ich habe es nie getan. Dabei wäre das so eine tolle Frage. Was macht der Sarg? Ich gehe einfach nochmal hinein. Irgendwie fühle ich mich wie ein Vampir. Immer wieder mal zurück zum Sarg gehen. Vielleicht ist es auch etwas total Nutzloses, das überhaupt nichts bringt. Und die Entwickler wollen einfach, dass die Leute immer wieder in den Sarg hineinsteigen, einfach nur um zu erfahren, dass er überhaupt nichts macht. Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Die Natur meiner Existenz. Wenn es irgendwie eine vage Aussage darüber, über irgendetwas gibt, dann das. Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Ihr seid nicht mehr der, der ihr früher einmal wart. Der ganze Satz ist einfach so nichtssagend. Nachricht lesen. Bereit, um die versteckte Wand zu finden? Nichts mit angreifen.
macht einfach nichts. Ich habe nichts bekommen, was mir irgendwie helfen würde. Hier. Das macht mich traurig. Einen Ring, den ich gedacht habe, hätte ich schon. Das habe ich bekommen. Ja, auch nicht. Und wieder weg. Gelobt sei die Sonne. Vielleicht. Wenn sie mir endlich mal sagen würde, was ich hier zu tun habe. Das Ganze hier mache ich nur, weil ich nicht gegen eine Riesenratte kämpfen möchte. Weil die Riesenratte scheiße ist. Da hat das Spiel irgendwie das Gefühl, wenn ich so weit komme, dass es nichts mehr außer der Ratte zu tun gibt, dann sei ich auch bereit für die Ratte. Dann würde ich sagen, nein, bin ich nicht. Das sind schon wieder ein paar mehr Tode. Glaube ich. Ich habe die letzte Zahl nicht mehr im Kopf. Spiel, sag mir wodurch. Was für Illusion. Heimlich das System, um Nachrichten zu hinterlassen. Das müsste dir hier sein. Nee. Ich hab den Stein. Wartet mal. Wenn ich das Item noch nicht habe, mit dem ich am Boden rumkritzeln kann, heißt das, dass ich irgendwo irgendwas Großes übersehen habe. Gab's den vielleicht im Intro? Müsste es ja fast, weil... Es gab ja schon die ersten Nachrichten beim Intro. Es ist irgendwo quasi in der Trainingsmission. Das Ding für zum Nachrichtenschreiben gibt. Müsste ja dann hier irgendwo im Dazwischen sein. Einen Augenblick noch. Zuerst. Entzünden wir hier mal alle Fackeln. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube zwar nicht. Aber wie gesagt, wie auch schon gesagt, meine Fackel hält ja zum Glück lang genug, dass ich mich nicht kümmern muss. Und ich glaube, die Gegner hier sind auch keine Gefahr mehr. Ich glaube, ich nehme gleich die Abkürzung hier durch.
ich jetzt sehe, dass es hier drin auch Fackeln hat, dann würde ich nochmal zurück müssen. Hat's, okay. Ja, dann gehen wir den ganzen Weg. Hm? Nicht. Ach so, und hier bringt man mir das Springen bei. Oh, und das Klettern. Hier noch nicht. Sturzangriff. Parieren. Und Abwehr durchbrechen. Okay. Sturzangriff Tutorial. Mit eigenem Fallschaden. Sprungangriff. Autsch. Das ist doch kein Sprungangriff. Borstener roter Augapfel. Kann man damit nicht die Welten anderer überfallen? Ja. Cool. Ich weiß immer noch nicht, mit was dass man hier wo das die richtig böse Fraktion ist, mit der man dann wahrscheinlich den richtigen Augapfel erhält, aber hey, immerhin etwas. So, hier weiter. Zünden hier das Licht an. Dann gehen wir nochmal hinunter. So. Jetzt mache ich halt das, was ich am Anfang nicht gemacht habe, weil ich einfach nur durchgelaufen bin. Nämlich das Tutorial durchspielen. Anzünden. Ja, die Fackel ist da wirklich nicht sonderlich effektiv. Ja? Zum Glück habe ich alle Zeit der Welt mit dieser Fackel. Ich meine, bis die Fackel hier ausbrennt, habe ich den Livestream auch schon bald wieder durch. Wenn jetzt nicht wenn ich gerade nicht irgendwie das Gefühl habe, dass ich noch länger machen möchte. Besteht natürlich die Möglichkeit, aber ich denke mal nicht. Hat schon noch. Aber ja, es hält noch ein Dreiviertel Stunden, also keine Angst. Damit ist nicht gemeint, dass der Livestream so schnell mal fertig ist. Okay. Ja. Ich muss mich um den Schaden nicht mal kümmern. Das ist so nichtig. Vielleicht, wenn sie alle zusammenspannen, aber auch dann. Schritt zurück. Brauche ich nicht. Ich weiche aus und töte. So viele Fackeln. Ich muss jetzt mal was versuchen. Glatter seidiger Stein. Ablegen einen. Ja. Gut, dann gehen wir schnell hier hin. Partie beenden. Ja. So, das ist etwas anderes, was noch sehr interessant sein könnte. Nämlich, was das diese Krähen hier so geben. Je besser das ist, was man abgibt, desto besser ist das, was man zurückbekommt, normalerweise. Wobei sie zugegebenermaßen auch manchmal für Abfall recht viel hergeben. Aber sie wollten jetzt so ein... Sie wollten etwas Seidiges und das einzige Seidige, was ich habe, ist ein Stein, dementsprechend. Seht ihr? Und gebt uns weich. Gebt uns seidig. Hm.
möchte jetzt erst den Magiestein. Ist das der, der explodiert? Hä? Was könnten wir ihnen noch abgeben, an dem sie vielleicht Freude haben? Das kann ich nicht mal ablegen. Ein Duftknochen könnte ich ihnen geben. Einfallspinselgewürz hätten sie verdient, wahrscheinlich. Stärkt vorübergehend Glück. Was könnten wir ihnen noch geben? You, give us food. Ja, warte. Yes, you, give us Silky. Ich bin gerade am überlegen, was ich da geben soll. Smooth and silky. Ich meine, das sind schon diese glatte, seidige Steine. Aber, was gebe ich denen denn? Warum nicht das mal? Eine alltägliche Frucht. You, not like that. Nicht? No, you, not at all. Okay. You, give us moose. Yes, you, give us Silky. Das wollten sie also nicht. Na, dann geben wir einfach mal eine kleine. Wir mal drei kleine. Das sind. Not like that. Warum nicht so? Hättest du das nicht vorher sagen können? Na, da kriegen sie ja gar nichts mehr. Obwohl, diesmal könnte es wahrscheinlich sein, weil ich einfach mehrere hingelegt habe. Ich habe gedacht, ich mache ihnen einen Gefallen, aber anscheinend sind sie nur an Einzelstücken interessiert. Dann halt nicht. You, give us food. Yes, you, give us Silky. Die klingen ja so niedlich, aber ich habe keine Geduld mehr für die beiden. Okay, You. Nein. Hier haben wir noch eine Fackel. Vielleicht öffnet das den versperrten Weg. So. Hier haben wir die Gegner auch schon erledigt. Dann hier rüberspringen. Ach, nur zum Feststellen, dass es keine Fackeln hat. Ah, aber dafür stellen wir hier fest, dass es eine Leiter gibt. Von mir aus. So. Weiter müsste es dann hier hineingehen. Das müsste dann auch die letzte Station sein. Danach sollten wir also alle Fackeln angezündet haben. Stirb doch einfach. Wo lassen wir uns jetzt hier am besten hinfallen? Ich würde ja behaupten, nirgendwo, weil ich nicht weiß, ob ich den Sturz überlebe. Ach, das Spiel wird schon besser wissen. Sollte mal noch was trinken. Fall runter. Ach, komm schon. War das hier unten jetzt noch was? Nee, nur ein weißer Boden. Hier haben wir keine Urne mehr. Hier unten war ja dann, glaube ich, auch nichts mehr. War ja das Zyklopengebiet.
Und jetzt sollten eigentlich alle brennen. Ist das so ein bisschen Speed-Test, zum Schauen, ob man schafft, alle anzuzünden, bevor einem die erste Fackel, die man besitzt, kaputt geht, oder? Vielleicht... Finsternisrasse, aber war für Licht. Der wahre Kampf beginnt. Hurra für Nachricht. Ja, wie habt ihr die denn gekriegt, hä? Die sagen hier Hurra für Nachricht, aber ich kann noch keine schreiben, weil ich mich nicht furchtbar blöd angestellt habe und meine Themen dafür übersehen hätte. Aber soweit mir ist, kann ich nicht. Muss ich da nochmal mit den alten Frauen reden, oder? Ich weiß es gerade selbst nicht. Ich muss auch zuerst noch überlegen, wie ich dann den Stein bekommen habe in Dark Souls. Da erinnere ich mich auch nicht. Ich habe die nie benutzt. Es geht mir mehr darum, dass ich ihn nicht habe, was ich komisch finde. Nicht, dass ich ihn benutzen möchte. Hast du neue Sachen? I'm glad to see you. Auch nicht wirklich, hä? Die Strafsachen wären schon cool, aber. Have you seen that warrior lugging that giant blue sword about? Ja, ich möchte ihn noch töten. I'm no expert, but that appears to be a fine specimen. Kann ich nur zustimmen. The monstrous thing has a peculiar design, quite unlike anything found in Volgan. If you should speak to him, would you ask him if he won't sell it? I'd have to take another look, but I'm confident I could offer quite a price. Always open for business. Ich könnte ihm auch einen guten Preis machen. Entweder sein Schwert oder sein Blut. Und sein Schwert. Aber, ja. Ich gehöre zu der lieben Sorte Spieler, deshalb warte ich lieber, bis er es mir freiwillig gibt. Und falls das nicht passiert, nie, dann, ja, gibt es Mittel und Wege. Der ist ja eigentlich auch hier lang gegangen. Das ist etwas, das mir auch noch... Es müsste ja doch irgendwie hier weitergehen, das ist mich noch so beschäftigt. Wir haben den Schrein des Winters, den wir nicht betreten können. Und hier oben war, glaube ich, nur eine Tür, wo wir den Königsring oder sowas dafür brauchen. Ich weiß auch nicht, was wir für den Schrein... Also es steht ja, kommt mit mächtigeren Seelen wieder. Und diese schwarzen Türen hier... Da brauchen wir das Symbol des Königs, was ja anscheinend den Nachrichten am Boden zufolge ein Ring sein müsste. Ein Ring, den ich noch nicht gesehen habe. Von dem ich auch noch nie... Gut, ich habe selten was von hier gehört, aber... Die Skorpionsfrau kam ja auch aus dem Nirgendwo. Tür, Schlüssel. Ganz einfach. Ring ist nicht voraus. Den Ring brauche ich. Was zu gehen, so. Wieder im Wald der Unsichtbaren, Unsichtbaren. Meiner Meinung nach das... creepieste Gebiet im ganzen Spiel. Voller Nebel, voller Unsichtbare. Barer. Die mich alle tot sehen möchten. Wahrscheinlich kommt bald der Backstab, deshalb... Ich gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen im Rand entlang. Ja, da kam was. Geht's hier nach unten? Schon ein bisschen. Hier wieder rauf. Ist das ein Pfad, den ich noch nicht hatte? Anscheinend. Mach das auf, bevor jemand kommt. Kioran Tiering.
sehe dich. So viel dazu. Unsichtbar macht hat auch nicht unverwundbar. Das wisst ihr hier. Hydiastau-Regeneration. Auch kein schlechter Ring, aber ich glaube, er kann im Moment gerade nicht mithalten mit denen, die ich schon habe. Gehen wir einfach weiter dem Rand entlang. Das Gefährlichste ist und bleibt die Mitte. Nicht irre, sollten wir hier... Wartet. Das ist kein Ort, an dem ich schon mal war. Doch. Ich höre ein Leuchtfeuer. Ja, das ist der Ort hier. Okay, doch, das ist ein Ort, wo ich schon mal war. Setzen wir uns mal hier hin. Da gab es ja... den alten Mann, der uns Hexerei beibringen möchte, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, wie. Also ich meine, nein, wie ist falsch gesagt. Ich meine, was ich dafür tun muss, damit er es macht. Weil mit ihm gesprochen habe ich schon und irgendwas fehlt mir, glaube ich. Vielleicht gehe ich nochmal zu dem alten Mann. All die Gegner, die mich hier schwärmen. Ist der alte Mann im Rollstuhl nicht mehr hier? Ja, dann war es ja vollkommen umsonst. Keine dreimal schlaue Nachricht am Boden? Auch nicht, hä? Stellt sich mir die Frage, wo denn der alte Mann hin ist. Oder wo mich das ganze Gebiet hier hinführt. Ich glaube, das... Autsch. Ich glaube, das habe ich auch nie wirklich erkundet. Autsch, haben die mich jetzt platt gewalzt? Ich möchte nicht versteinert werden. Ruderstein. Für die kruden Waffen. Und hier Schlüssel nötig. Handwerker voraus. Es ist verschlossen, also brauche ich einen Schlüssel, den ich wieder mal nicht habe. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding, dass ich hier überall Schlüssel brauche, die ich nicht besitze. Mit dem Fluch und dem Lachen hier. Ich möchte gerade den hier wieder wecken, einfach nur um zu sehen, was der so kann. Ah, der scheint schlauer zu sein. Keine Ahnung, wo er das Schild und Schwert, die Axt her hat, aber... Wenn er es so möchte, ich kann es ihm gerne geben. Zahnschlüssel. Ich habe es mir fast gedacht, um ehrlich zu sein, dass irgendwie... dass er da... dass die nicht irgendwie einfach einen sinnlosen Gegner versteinern oder warten, dass ich ihn wiederhole. Meinen letzten Duftzweig möchte ich aber trotzdem lieber nicht an so einem Ding verschwenden, einfach aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass ich ihn nicht wiederbekomme.
Oder beziehungsweise, nein, es wird wahrscheinlich so viele Duftzweige im Spiel geben, wie es versteinerte Sachen gibt, die ich damit heilen kann, aber ich habe die Angst, dass ich ihn später noch für was brauchen könnte und dann nicht keinen habe, weil ich einfach warten muss, bis ich wieder welche kriege, was nicht toll wäre. Sollten hier aber auch diese hier Basilisken wieder voll da sein. Warum gerade so? Guten Tag. Ich hoffe, diese Ziegendinger sind jetzt nicht gerade auf dem Weg hierher. Nee, dann Zahnschlüssel. Reden. Thank you for helping me. I'm Ornifex. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Thank you, kind traveler. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Und wo ist das? Thank you, I believe. Es ist Flackenscherbe. So nützlich warst du schon mal. Etwas Erstaunliches wird benötigt. Okay, immerhin haben wir wieder einer Person geholfen, die vielleicht uns helfen kann. Die Frage ist nur, wo ist ihr Haus? Ich habe jetzt zwei Vermutungen. Beide machen mich... Ja gut, schauen wir einfach mal. Das hier wäre eine Möglichkeit, die ich sehe. Dass ihre Behausung das hier ist, obwohl ich nicht wüsste, was sie hier verloren hat. Die andere wäre der Winterschrein. Wobei ich auch dort nicht wüsste, was sie dort verloren hat. Also das hier ist es nicht. Dann ist das nächste der Winterschrein und falls es das nicht ist, dann müssen wir sie woanders suchen gehen. Sie hat von einer Behausung gesprochen, also glaube ich nicht, dass es irgendein Ort ist, wo schon Leute sind. Sie wird irgendwo was Eigenes haben. Nur wo, das ist hier noch die Frage, die ich nicht... weiß. Ach, ich hätte ja noch die... Stimmt. Naja, halb so wild. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, dass ich ja die... ist das Flakenscherbe hätte... geben können. Lebenstein und... Falchion. Habe ich nicht noch irgendwas bekommen? Und ich meine nicht den Ring, der da die Ausdauer wiederherstellt. Egal. So. Das müsste ja dann hier rauf sein. Was mich ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Ich werde immer noch verfolgt. Diese Rabenfigur aus Dark Souls 1. Sucht mächtigere Seelen. Okay. Dann ist sie auch nicht hier. Somewhere down the road. Versucht links dann Boss voraus. Okay, gehen wir dann also zum Punkt hier. Sie dürfte jetzt ja nicht mehr in diesem Loch drin sein, eigentlich. Außer sie ist dort, wo der Magielehrer war.
Oder ist sie bei den Tiermenschen? Das wäre auch eine Option. Ich meine, wir sind ja schon bei den Tiermenschen, aber ich meine die anderen Tiermenschen. Du bist auch nicht versteinert. Einer deiner Brüder war's. Die hier noch versteinert rumgammelt. Der Skorpionsgladiator. Da müssen wir wieder den anderen Ring aufsetzen. I have no gods to pray to, but still I pray. Dankeschön wieder mal. Also auch eher nichts Neues, nachdem ich die Krähe gerettet habe. Was mache ich noch mit dieser Krähe? Hallo, goldener Ritter. Genau, hier ist ja noch der andere Versteinerte. Ich bin ja fast schon gewillt, ihm Leben zu schenken, einfach weil ich es kann. Autsch! Oder ich lasse mich vom Löwen umbringen, der wie eine Ziege klingt. Ich weiß gerade nicht.